Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wie gesagt, es geht um eine Partnerschaft zwischen Boston und dem Bergwaldprojekt e.V. Bergwaldprojekt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich schon seit 30 Jahren Arbeiten durchführt mit Freiwilligen zur Wiederherstellung der Ökosysteme. Und um diese Zusammenarbeit einzuordnen und die Arbeit insgesamt des Vereins einzuordnen, möchte ich euch ein bisschen was mitgeben zum Zustand der Ökosysteme und was konkret gemacht werden kann, eben um die Ökosysteme herzustellen. Wir haben ja jetzt in den vorherigen Vorträgen einiges darüber gehört, wie das mit Energie und Energieeffizienz aussieht. Jetzt gehen wir quasi noch einen Schritt zurück, eigentlich dahin, wo die Energie herkommt, die ja immer irgendwo aus Ressourcen gewonnen wird, ob das die fossilen Energieträger sind, ob das Biomasse ist oder auch erneuerbare Energien. Die spielen letztlich eine Rolle, damit wir dauerhaft überhaupt das machen können, womit ihr euch alle tagtäglich auseinandersetzt. Und deswegen ist mein Auftrag heute, euch zu Mitwissenden zu machen, was eigentlich gerade global in den Ökosystemen los ist, was auch lokal in Deutschland in den Ökosystemen los ist und wie die Zusammenarbeit einzuordnen ist und was das Bergwaldprojekt eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht hat und heute auch noch tut. Ein kleiner Disclaimer vorweg, ich halte mich hier an wissenschaftliche Daten, das ist keine Meinungsäußerung, sondern einfach letztlich das, was aktueller Stand der Forschung ist und was in Tausenden von Datensätzen belegt wurde. Vielleicht habt ihr diese Grafik schon mal gesehen, die zeigt letztlich auf die verschiedenen planetaren Grenzen, die wir haben, die quantifizierbar sind, also eigentlich Grenzbedingungen, verschiedene Teilsysteme. Der Klassiker ist ja immer so der Klimawandel, der genannt wird. Ihr habt bestimmt alle auch schon von Biodiversitätsverlusten gehört, also der Biodiversitätskrise. Aber ihr seht auf dieser Grafik noch andere Punkte wie Stickstoffeintrag in die Systeme, Landnutzungsänderungen, Trinkwasser und so weiter. Und es gibt ein Institut in Stockholm, das Stockholm Resilience Center, die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, mal diese Teilsysteme zu quantifizieren und eben Grenzbedingungen festzulegen oder eine quantifizierbare Grenze festzulegen. Und wenn diese Grenze überschritten wird in diesen einzelnen Teilsystemen, dann steigt die Gefahr dafür, dass quasi das gesamte globale Ökosystem ins Kippen gerät. Das sind die sogenannten Kipppunkte oder auch Tipping Points. Und es wird immer kritisch oder das Risiko wird immer hoch, wenn wir uns aus diesem grünen Bereich, den ihr seht, in der Mitte rausbewegen. Genau, zunächst mal zum Zustand der Biosphäre. Mal drei Sachen rausgegriffen, die ich auch schon genannt habe. Das erste ist die Klimakrise, seht ihr links in dem Graphen. Letztlich der Anstieg der klimawirksamen Gase, also Kohlenstoff, Dioxid, Methan und Lachgas. Ganz klar durch menschlichen Einfluss beschleunigt, durch unsere Aktivitäten beschleunigt und auch ganz klar eine Evidenz, dass ein Zusammenhang zwischen der Klimaveränderung oder der Klimaerwärmung, Temperatur, also dem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg und diesem Ausstoß dieser Gase besteht. Es ist im Übrigen so, wir reden ja immer über das Pariser Klimaabkommen und irgendwie 1,5 Grad, die wir erreichen wollen oder wo wir uns bemühen sollten, die zu erreichen oder 2 Grad. Also faktisch ist es so, alle Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sagen eigentlich, 1,5 Grad ist sowieso nicht mehr erreichbar mit dem, was wir tun. Aktuell steuern wir auf so 3,2 Grad zu. Wenn wir ab 2025 es schaffen, unsere Emissionen drastisch zu reduzieren, dann können wir vielleicht noch an 2 oder 2,5 Grad rankommen. Aber wie die momentanen Entwicklungen sind, sieht es nicht so aus, als ob wir diesen Turnaround schaffen würden, weil einfach auch Innovationen und entsprechende Technik fehlen. Und am Ende auch die Bereitschaft, dazu komme ich gleich noch. In der Mitte seht ihr aus auch einer Studie, einer internationalen Studie, den Living Planet Index. Da steht drin, dass die Biodiversität abgenommen hat oder die Artenvielfalt, vor allen Dingen bei den Wirbeltieren um 68% über die letzten Jahre. Warum ist das relevant? Naja, weil der Mensch am Ende auch ein Wirbeltier ist. Also das heißt, das ist letztlich die gleiche Familie, über die wir reden. Und da sehen wir, dass eben Biodiversität deutlich runtergeht. Biodiversität bedeutet für den Planeten mehr oder weniger Immunsystem. Die Natur reagiert auf Unsicherheit immer mit Vielfalt. Das heißt also ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Und dann noch was Aktuelles aus dem Dürreatlas in Deutschland. Da seht ihr eine Karte mit ganz viel Rot.
Vor einigen Wochen ist auch so ein Aktionsplan zum Thema Trinkwasser und Trinkwasserversorgung in der Zukunft in Deutschland verabschiedet worden, weil man sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen muss, wie gehen wir in Zukunft mit der Ressource Wasser um, wie verteilen wir die? Weil es eben ja verschiedene Anspruchsgruppen gibt. Wer hat wann Vorrecht? Die Industrie, die Landwirtschaft, die dann wieder zur Ernährungssicherheit beiträgt und so weiter. Faktisch ist es so, dass in Deutschland gerade es so ist, dass wir die Region sind, Deutschland und Mitteleuropa, die relativ am heftigsten betroffen sind von einem Wasserrückgang. Wir befinden uns immer noch auf einem relativ hohen Niveau im Vergleich zum Rest der Welt oder vielen anderen Regionen, aber wir verlieren da drastisch. Genau, also alles Fragen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen müssen oder beziehungsweise heute beschäftigen müssen, damit wir in Zukunft da nicht in die Probleme reinlaufen. Hier nochmal diese angesprochenen Kipppunkte, die sind insofern interessant, als dass letztlich die Biosphäre immer aus globalen Systemen besteht und dann aber auch regionalen Teilsystemen. Und die stabilisieren sich gegenseitig. Und wenn ein Kipppunkt erreicht ist, dann heißt es eigentlich, dass das System, also es ist ein physisches oder physikalisches Phänomen, dass das System in einen anderen Zustand überführt wird. Und das hat auch eine Studie nachgewiesen, ich glaube schon 2012 in der Nature, also eine sehr renommierte Fachzeitung, dass wenn über 50% der lokalen Ökosysteme so stark verändert werden, dass sie nicht mehr funktionsfähig sind, die Wahrscheinlichkeit von globalen Kipppunkten deutlich ansteigt. Jetzt gucken wir einmal nach Deutschland und zwar in drei verschiedene Ökosysteme. Das sind letztlich die drei Ökosysteme, in denen sich das Bergwaldprojekt auch engagiert. Im Wald ist es so, dass wir gerade vom sogenannten Waldsterben 2.0 reden. Also es sieht recht schlecht aus. Für alle, die, sage ich mal, sich in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren mal in den Wäldern nördlich der Donau umgeschaut haben, insbesondere im Harz oder im Sauerland, die haben feststellen können, dass da großflächig Waldbestände eben absterben. Das sind Daten oder die Daten wurden erhoben von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die letztlich schauen eben, wie ist der Waldzustand und die sind auf das Ergebnis gekommen, 5% der Gesamtfläche sind bereits abgestorben und prognostiziert wird, dass wir bei 30% enden werden. Die zweiten Ökosysteme, in denen wir tätig sind, sind die Offenlandökosysteme. Da ist es so, dass diese Ökosysteme am stärksten betroffen oder am stärksten gefährdete Lebensräume darstellen. Da haben wir immer so eine Wechselverschneidung mit der Landwirtschaft und vor allen Dingen letztlich den Pestiziden oder den sogenannten Ackergiften aus der Landwirtschaft, dem Stickstoffeintrag, der dazu führt, dass selbst in Naturschutzgebieten massive Veränderungen eintreten. Also es gibt so Spillover-Effekte. Und die dritten Ökosysteme, die auch in einer engen Verschneidung mit der Landwirtschaft sind, sind die Moore. Die tragen letztlich, also trockengelegte Moore tragen 7% der Emissionen zum deutschen Emissionshaushalt bei. Also da kann man beispielsweise dadurch, dass man die renaturiert oder wieder vernässt, unmittelbar so einen Ausgasungsprozess stoppen. Das Problem oder was ihr seht an dieser Grafik ist letztlich, dass in den landwirtschaftsreichsten Bundesländern eben auch die meisten potenziellen Moorflächen irgendwann mal entwässert wurden und der landwirtschaftlichen Nutzung zugefügt wurden. Genau, damit kommen wir dann zum Thema Wiederherstellung der Ökosysteme. Da gibt es die Dekade von der UN, die aktuelle von 21 bis 30 geht die, also die UN-Dekade zur Wiederherstellung der Ökosysteme. Da wurde jetzt auch vor kurzem auf Grundlage des sogenannten Montreal-Abkommens auf der EU-Ebene eine Abstimmung gemacht. Momentan ist die noch blockiert, weil da geht es darum, dass man 30% der globalen Land- und Meeresflächen unter effektiven Schutz stellt. Das heißt nicht, dass da nichts mehr gemacht werden darf, sondern der Schutz soll sicherstellen, dass die Funktionsfähigkeit langfristig gesichert wird. Das führt allerdings zu massivem Widerstand, könnt ihr euch alle vorstellen, weil häufig dann solche Fehlinformationen oder fehlgeleiteten Informationen im Raum stehen, nach dem Motto, jetzt werden irgendwelche Landwirtinnen enteignet und dürfen auf ihren Flächen keine Landwirtschaft mehr machen. Also es geht eher darum zu überdenken, welche Art der Landwirtschaft wird hier ausgeführt. Es geht nicht darum zu sagen, dass jetzt eben alle um ihre Flächen bangen müssen. Das
oder der springende Punkt ist einfach, wenn wir das nicht schaffen, in diesem erheblichen Rahmen die Sachen zu schützen und die Funktionsfähigkeit zu erhalten, dann rennen wir eben in diese Kipppunkte rein. Das Bergwaldprojekt ist ausgezeichnet worden letztes Jahr als ein sogenanntes Dekadeprojekt. Und genau in diesem Rahmen betätigen wir uns und in diesem Rahmen ordnen wir auch unsere Arbeit ein. Was bedeutet das jetzt für uns alle und für euch und alle, die wir wirtschaften? Letztlich ist es so, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Prozesse denken, wie wir wirtschaften, uns an der Natur oder an den natürlichen Kreisläufen orientieren müssen. Ich sehe jetzt schon auch, dass die Zeit hier runtergelaufen ist. Ich mache noch kurz weiter, wenn ihr mögt, auf jeden Fall. Und zwar seht ihr das mal links so ganz schulbuchmäßig dargestellt. Es gibt irgendwelche Produzenten und dann gibt es Konsumenten und dann gibt es Destruenten. Also letztlich so eine Art Kreislaufwirtschaft. Jetzt reden gerade alle über Circular Economy. Das ist auch sicher das, wo wir hin müssen, ist aber eben keine neue Erfindung, sondern orientiert sich eben an den natürlichen Gegebenheiten. Und das seht ihr dann auf der rechten Seite nochmal für die Wirtschaft dargestellt. Und das Ganze muss dann eben im Rahmen dieser ökologischen Grenzen stattfinden. Dann noch ganz kurz zum Bergwaldprojekt. Wir sind eben seit 30 Jahren tätig, bringen Freiwillige in den Wald. Das machen wir jetzt in diesem Jahr in 170 Projektwochen mit ungefähr 5.000 Teilnehmerinnen. Und was dabei umgesetzt wird, sind ungefähr 120.000 Personenarbeitsstunden. Und es geht immer zum einen darum, eben die Menschen in die Ökosysteme zu bringen unter fachkundiger Anleitung. Da geht es um Wiederaufforstung, geht es um Moorwiedervernässung, da geht es um Biotoppflege. Also das heißt, auch diese Menschen zu Wissenden machen, das, was ich heute auf kognitiver Ebene quasi mit euch mache. Und es geht eben dann im Weiteren darum, auch da Multiplikatoren zu finden, die quasi dieses Wissen in die Gesellschaft tragen und entsprechende Sensibilisierung da vornehmen und auch Handlungen anregen. Und genau in dem Kontext ist quasi auch diese Kooperation zwischen Boston und dem Bergwaldprojekt einzuordnen. Und zwar ist Boston auf uns zugekommen und wir haben uns eben dann darüber ausgetauscht, was denn da auf technischer Ebene schon möglich ist. Es geht ja ganz viel um eben Ressourceneinsparung, Energieeinsparung und so weiter. Und es wurde der Wunsch geäußert, ob man nicht darüber hinaus noch was für die Ökosysteme machen kann, also für das, was quasi direkt vor der Haustür liegt hier. Und da haben wir dann jetzt ein ganz schönes Projekt aufgesetzt mit diesem Patch, der euch vielleicht auch schon mal begegnet ist, Sustainable IT Protects Nature. Also das ist quasi eine Art Zusätzlichkeit, eine zusätzliche Verantwortung, für die wir sehr dankbar sind. Die hilft uns eben, Projekte umzusetzen. In diesem Jahr sind es 3000 Bäume, die da zusammengekommen sind und gepflanzt werden können. Ein Teil sogar hier in München, direkt im Forstenrieder Park. Genau, und im Fichtelgebirge der andere Teil. Und jetzt für alle, die sagen, okay, oder sich die Frage stellen, was können wir denn machen? Na klar, auf der einen Seite bestimmt ganz viel am Geschäftsmodell, sich Gedanken dazu machen, wie kommen wir in diese Kreislaufwirtschaft, wie steigern wir unsere Energieeffizienz. Das sind alles Sachen, die ja letztlich auch mit der Expertise einhergehen, die Sie alle haben oder in Ihren jeweiligen Unternehmen auch haben. Eine zweite Sache, die ganz spannend ist, ist eine Selbstverpflichtungserklärung, die wir 2015 oder 2016 ins Leben gerufen haben. Einfach jetzt machen heißt die. Und da ging es darum, mal drei wirksame Hebel zu identifizieren, die, also wo in Firmen oder Mitarbeiterinnen von Firmen in ihrem Berufsalltag darauf achten können. Das eine ist der Hebel, Inlandsflüge, die zu vermeiden. Das zweite ist quasi den Geschäftsbetrieb aus erneuerbaren Energien oder regenerativen Energien zu speisen. Und das dritte ist der Verzicht auf Fleischprodukte aus konventioneller Landwirtschaft, weil die eben sehr flächenvereinnahmend sind. Also sprich dann auf Biofleisch oder im besten Fall im Berufskontext auf Fleisch zu verzichten. Nicht, weil wir euch irgendwas wegnehmen wollen oder so, sondern es geht um Folgendes. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus dem IPCC-Bericht, wo es darum geht zu zeigen, was sind denn effektive Mechanismen, wo kann man denn ansetzen und hat ein großes Potenzial, unsere Emissionen in den Griff zu bekommen. Und ganz oben seht ihr diese blau-gelb-roten Balken. Das ist ganz oben die Umstellung eben auf erneuerbare Energien, Solar und Wind.
Hier unten sind solche Sachen wie Fuel Switching und sowas, die noch einen relativ großen Anteil haben. Und ganz bei Land, Water and Food sieht man ganz oben die Umwandlung von Landfläche eben vermeiden. Und Umwandlung von Landfläche geht eben ganz stark einher mit Weideviehhaltung, weil die einen riesigen Flächenverbrauch hat. Also das heißt, da hat man einfach unmittelbare Faktoren, an denen man drehen kann. Jetzt wisst ihr es, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da selbst verpflichten und könnt entsprechend in den Bereichen Verantwortung übernehmen. Und jetzt noch zum Abschluss die Folie, die ist mir so untergekommen in der Vorbereitung. Dazu ist eigentlich nur zu sagen, wahrscheinlich oder mit ganz großer Sicherheit, nach allem, was wir heute wissen, wird es nicht ausreichen, wenn wir nur Hände waschen. Vielen Dank.